Hi und herzlich willkommen zurück bei mir, Kuhmann Let's Plays und einer weiteren Folge Minecraft. Heute mit offenem Fenster, da Hitze besteht. So, jetzt gucken wir mal, wir haben hier Steine und hier haben wir Eisen. Das ist ja schon mal gut, mit dem können wir eine Schere machen, aber halt, hatten wir nicht irgendwo viel Werkzeug? Wo hatten wir denn das Werkzeug hin? Guck mal, super. Also, ich würde sagen, wir gehen nach draußen, schlafen kurz natürlich. Und Hanabi hat mich natürlich erwischt. Logisch heilt sich mein Infinity-Bogen nicht, weil ich habe die Mending-Verzauberung noch nicht drauf. Sehr schlau wieder von mir. So, wunderbar. Jetzt gucken wir mal. Gehen wir schlafen mit Schwert und Pfeil. Bogen, Flitzebogen in der Hand. Und dann würde ich sagen, haben wir Platz? Ja, haben wir. Wir jagen Schafe. Und zwar hier draußen müsste ich Schafe haben. Besuch haben wir auch. Oh, hat er mich einmal getroffen, der. Knochen. Was ist denn hier los noch? Bin ich zu früh raus? Mann! Sieht so aus. Dabei will ich doch nur zum Schaf. Habe ich die Wolle? Eine Wolle habe ich. Was haben wir hier noch? Ah, oh, noch ein Bogen, noch eine Schere. Sehr gut, nehmen wir mit. Fackeln haben wir auch. Wunderschön. Gut. Wo ist er? Der Pfeilmann. Wo ist er denn? Haben wir noch mehr Schafe? Das wäre toll. Kann man Stirn auch verzaubern? So mit Looting, dass da mehr Wolle kommt? Ich weiß es gar nicht. Du solltest doch Schafe haben. Ah, da hinten ist noch eins, komm. Oh, das mache ich. Jetzt verstehe ich's. Das war gar nicht Angriff auf mich, sondern auf die Viecher. Durch mich. Nicht von mich, auf mich, sondern von mir. Das ist natürlich nicht so nett. Haben wir noch Schafe? Sehr schön. Schwein? Will ich nicht? Das ist gar nicht so schlecht bis jetzt. Wie viel haben wir? 10. Gut, aber ich brauche, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Und da müssen wir uns nachher Gedanken machen, welche Farbe.
Wir gehen nochmal heim. Die Brücke hier müssen wir noch finalisieren. Ah, das hat schon wieder gegessen. Sehr schön. Drei. Nice. Dann müsste das Schaf hier hinten auch schon wieder gut sein. Also ich habe es getötet. Mit meinem aus Versehen Angriff. Und wenn wir schon hier draußen sind, gucken wir noch kurz in die Fischer. Thorns, Infinity. Thorns. Unbreaking, das ist okay. Was haben wir hier noch Schönes? Quick Charge. Unbreaking. Flame und Unbreaking. Aber hier kommt einiges zusammen, das ist geil. Das finde ich wirklich sehr gut. Ich kann nur nehmen, nicht hineintun. Alles klar. Verstanden. Spielkonzept. Entschuldigung. Gehen wir nochmal nach oben kurz. Hier den Wunschgarten muss man auch mal fertigstellen. Ich habe immer noch so viele Projekte, das ist unglaublich. So. Dafür habe ich ein bisschen Mühe mit den ganzen Forge-Geschichten, die ich ja geplant hatte. Das geht irgendwie nicht. Ich muss da so viel dran rumbasteln. Das ist extrem. Haben wir noch ein Schaf hier? Hier hinten? Schön und? Das sind Chickens da unten, das ist okay. Ja, ich denke, wie viel haben wir denn jetzt? 24. Ja, ich denke, da können wir was machen. Ich sehe noch eins. Ach komm. Guck mal, wie weit wir kommen mit dem, was wir haben. Sehr schön. Ich hätte auch gleich direkt rüber können. Aber eben. So im Spiel denkt man nicht so nach. Jetzt guck mal, was brauchen wir denn für einen Loom Table? Schnür und Holz. Hm? Gut, lass mal gucken. Logs, 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 Logs. Nehmen wir das mal runter. Das verzauberte Zeug tun wir weg. Außer den Infinity Bogen. Gut. Dann machen wir hier. So. Dann brauchen wir Holz. Fäden. Nehmen wir hier mit. Loom. Jetzt aber. So, und wohin soll sie denn kommen, die Weberei? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht hier nach hinten? Hier hätten wir noch Platz. Und wie geht das jetzt? Also ich kann hier Banners machen. Kann ich irgendwie Patterns machen? Da brauche ich Köpfe. Thing, hm? Also einfach mit Papier und irgendeinem Ding. Hm?
Globe. Wie mache ich denn den Globe? Und wie mache ich deinen Banner nochmal? Jetzt ist die Frage, welche Farbe nehmen wir? Blau würde mir gefallen, grau würde mir auch gefallen, rot auch, schwarz. Rot hat was Edles irgendwie, komm. Oh, das ist aber teuer. Das heißt, für 6 Wolle bekommen wir genau mal ein Banner. Das ist schon nicht so viel. Was haben wir denn an Farben? 5. Rot. Das würde dann Red Dye geben, 5 Stück. Das heißt, ich hätte immer noch zu wenig für einen Banner. Für einen. Ihr seid euch das schon bewusst hier, 9. Okay, das hat ein bisschen mehr gegeben. Und wenn ich jetzt sage, ich mache das so. Habe ich 9 rote Wolle. Das ist, kann auch rotes Sofa machen und so. Und welche Farbe hat die Schrift? Gelb. Papier. Nehmen wir hier mal einen Stack mit. Wie mache ich schon wieder Papier? Machen wir 48 Papier, komm. Wenn ich das jetzt so mache. Ja. Oxide Daisy, hier habe ich sowas. Bin mir gar nicht sicher. 2 Stück. Schön. Jetzt gucken wir mal. Jetzt nehmen wir Papier. Und machen das so. Mit dem mache ich ein Pattern. Habe ich ja schon, Idiot. Gut, das heißt, ich mache einen Banner. Super, zum Glück habe ich alle Stickies draußen in der Kiste gelassen. Ein Banner, rot. Super, Trotzdem die Farbe noch. Das heißt, wir müssen nachher, so wie es ausschaut, ziemlich sicher Blumen sammeln. Also ich könnte den hier reintun. Ich könnte das Rad da reintun. Und jetzt brauche ich noch eine Farbe natürlich. Also machen wir mal gelb. Das sieht so königlich aus dann. Zack, zack, zack. Enchanted Golden Apple. Muss ich denn enchanten? Und übrigens, das wollte ich auch noch ausprobieren. Warte mal, wo haben wir es? Infinity haben wir hier. Nur kurz ausprobieren. Hier und zwar. Wollen wir das so machen?
Jetzt ist am Ending. Danke, Hanabi. So, und jetzt gehen wir mal gucken, wie sieht denn so ein Banner aus? Mit einem Geblüm. Ich hätte lieber was anderes gehabt, ehrlich gesagt, aber... Naja. Haut mich jetzt nicht um. Aber... Wenn wir jetzt sagen, wo ist er jetzt? Wenn wir jetzt noch einen zweiten hätten. So, überm Bett. Das wäre schon schick. Gut, ich muss Blumen sammeln. Und zwar viele Blumen. Das heißt, ich muss die Taschen leeren, damit ich so viel wie möglich einpacken kann. Und auf Blumentour gehen. Rot brauche ich sehr viel. So wie es aussieht. Was haben wir hier noch? Kitchen Counter. Schwarze Wolle habe ich noch 3. Kann ich denn daraus nicht? Was ist denn, wenn ich jetzt das so mache? Geht das? 5 weiße Wolle habe ich noch. Oh, schön. Kann ich das jetzt nicht so machen? Nee. Das geht nicht. Gut, das heißt, wir lagern hier alles ein. Den Fisch nehmen wir mit. Ein paar Werkzeuge. Wolle lassen wir hier. Knochen auch. Pfeile brauche ich mindestens einen. Paper lasse ich hier. Bernard Bow, den nehme ich mit. Den Bow. So, was haben wir noch? Gut. Reicht das? Eisen, ich muss mir Eisen mitnehmen. Oder sprich, wir sagen, wir machen... Ja, Stickies müssen auch mit. Irgendwie. Dann Scheren. Brauche ich Scheren? Nee. Ich nehme sie trotzdem mit, damit wir alle Schafe... entsprechend verwerten können. Gut. Also die Farbendinge, die sind in der Küche. Hm? Das ist gar nicht so schlecht. Ein Bett müsste man noch mitnehmen. Aber halt mal. Guck an. Sehr schön. Das Bett habe ich dabei. Gut. Also wir haben Pfeil und Bogen. Hammer. Ja, das wird interessant so. Ich denke, das geht sich aus. Und zwar, da hinten sehen wir schon mal von den Blumen, von den Weißen und so. Das ist gar nicht schlecht. Gehen wir mal nach hinten. Und machen eine kleine Blumentour. Der Zombie ist mir jetzt gerade egal. Die Traps müssen wir dann noch in die Dinger tun, in die... in die Fallen.
Ein paar können wir noch stehen lassen von denen. Und hier sind wir auch noch nicht weiter. Das müssen wir alles noch machen. Ihr seht schon, wohin das führt. Endlose Aufgabe hier. So. Da drüben hat war gelb, habe ich schon gesehen. Ui. Da hat wohl jemand Schwein gehabt jetzt gerade. Das ist wieder rot. Nehmen wir mit. Was ist denn hier? Lila. Kann ich nicht stehen lassen. Dann muss ich eine Schere bereit haben. So, machen wir das. So. Dann haben wir hier nochmal Farbe. So von jeder Blume ein Stack oder was meint ihr? Schön. Das ist zu wenig, ein Stack? Ich bin mir nicht sicher. Wie viel hoch? Komm. Kommen wir hier zum Dorf. Dem hat es nochmal Blumen. Fünfundzwanzig, fünf, 17. Also rot finden wir sehr oft. Ein paar lassen wir noch stehen. Hat sie hier noch gelb und blau? Schön. Oh, Sonnenblumen, sehr schön. Gräser können wir weglassen. So.
Gut. Immer gut. Kann ich eigentlich auch Schafe direkt einfärben? Dass ich weniger Dye brauche? Einfach mal so laut überlegt. Oh, Entschuldigung. Wollte ich nicht so. Nicht schlagen, schneiden. Gut, und dann bleiben wir hier bei unseren Freunden. Also Blue. Bluette. Was gibt das? Ich weiß es nicht. Wir sehen es. Das ist mein Zimmer. Ich übernehme das. Das ist mein Bett. So, schläft einfach in meinem Bett. Wunderbar. Also, und ich würde sagen, an dieser Stelle brechen wir auf und machen morgen weiter. Hier. Bei den Villagers im Dorf auf der Blumenreise. Bis dann. Tschüss. Oh. Müssen wir aufpassen. Gut. Bis dann. Tschüss.